Einen schönen guten Tag zusammen. Willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ich werde das mal explizit nochmal erwähnen. 7 Days to Die spielen wir heute, ja. Und kein Oxygen Not Included. Ja, es war ein bisschen blöd. Ups, so. Ja, es war ein bisschen blöd in der letzten Folge. Da habe ich mich ein bisschen verhauen. Warum will er da unbedingt oben längs? Ja, ich begrüße euch an dem heutigen Tag. Okay. Because of, ja, ich habe hier so eine kleine Schreierhorde. Und da dachte ich mir, ich schalte dann doch nochmal ein. Ich wollte eigentlich erstmal ein bisschen was machen. Und dann vielleicht später mal irgendwann streamen. Voila. Ja, hast du dir so gedacht. Guck mal ran hier. So, und ja, ich habe noch ein bisschen gecraftet. Ihr seht, ich habe einen 600er Bogen, 600er Knüppel. Also das ist wirklich das absolute Maximum. Hopp. Aha. Oh, schön Schnauze. Oh, jetzt kommt er, jetzt kommt er, jetzt kommt er. Komm hierher, komm hierher, komm hierher. Ah. Mist, hat er sich doch noch weggesprengt, die dumme Sau. Ah. Gerade hier, gerade hier. Naja, gut, hier hatte ich noch nicht so viel gemacht. Hier hatte ich nur, hier seht ihr selber, Reaver-Frames gesetzt. Damit ich hier nochmal aufrüsten kann, beziehungsweise hier nochmal absichern kann. So. Ja, was machen wir heute? Ich weiß es ehrlich gesagt selber nicht. das wollte ich eben halt außerhalb der Folge machen. Ich wollte eigentlich außerhalb der Folgen, wollte ich mal schon was machen. So, habe ich aber irgendwie nicht gemacht und weil eben halt auch Horde kam und ich dachte, da kommt jetzt die totale Horde, aber hier war nichts mit totaler Horde, sondern ja, das war eigentlich sehr übersichtlich. Ich habe ja auch die Schreierin auch recht zügig eliminiert, also von daher. Ja. So. Bist du hier? Ja, was machen wir denn mal heute Schönes? Also, ich muss auf jeden Fall was. Wir können ja einmal ganz kurz rumgehen, was wir sonst noch brauchen. Also, wir müssen auf jeden Fall vor der nächsten Horde, also vor der 91er, müssen auf jeden Fall noch die Spikes alle fertig machen, also die ganzen Spikes. Dafür wollte ich eigentlich in die Stadt. Und zwar in die Stadt deswegen, weil ich noch Eisen brauche. Scrap Iron massiv. Und deswegen wollte ich mal ein bisschen rumfahren, ob wir nicht noch irgendwo vielleicht den einen oder anderen Turm zum Einstürzen bringen können. Und dann wollte ich noch eine Sache mal ausprobieren, nämlich diese Geschichte. Und zwar wollte ich mal gucken, ob das hier fürs Beet funktioniert. Ob wir das fürs Beet nutzen können hier. Sieht nämlich aber schon fast gar nicht danach aus. Was haben wir denn hier? Waldboden. Ich weiß nicht, ob man hier tatsächlich was drauf bauen kann. Also was heißt drauf bauen, drauf anpflanzen kann. So, aber okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Lass uns mal nochmal in die Stadt. Es ist jetzt vielleicht nicht sonderlich aufregend, weil ich eben halt Türme nur zum Einstürzen bringen möchte. Aber so ein bisschen Eisen brauche ich halt. Ich brauche halt Eisen, damit ich meine Metallspikes direkt gleich bauen kann. Damit ich die nicht extra immer aufwerten muss. So, da hat das ja hinten nicht so richtig funktioniert. Hier können wir vielleicht mal versuchen, Türme zum Einstürzen zu bringen. Oh, hier vorne, davon haben wir einen schönen Turm. Hallo, guten Tag. So, ich würde sagen, wir werden mal den Turm zum Einstürzen bringen, den Turm mal zum Einstürzen bringen. Ich glaube, das wäre ganz hilfreich. Ich habe noch sowieso Schmodder dabei. Ja, okay. So. Und drin sind wir. So, kurz einen Knüppel rausholen. Ein Jeton, na wahnsinnig. Ja, ich weiß auch nicht, was in der letzten Folge mit mir los war. Ich hatte dann irgendwie nebenbei, wo ich dann neben halt 7 Days aufgezeichnet habe, noch irgendwie an Oxygen Not Included gedacht. Dachte ich mir, Mensch, ah, da musst du ja auch noch mal ein bisschen was aufnehmen. Und ratzfatz erwähnst du halt im Spiel Oxygen Not Included in 7 Days to Die. So, da ist nichts um drauf. Das ist ja herrlich. Ist da gar nichts um drauf? Ups. Huch. Das ist ja grandios. Extra eine Leiter hier. Hallo? Ist ja jemand drin? Hallo? Nobody? Keiner drin da? Da ist tatsächlich keiner drin. Hä?
keine Slefers. Ne, sieht nicht so aus. Okay. Dann nehmen wir das mal so hin. Wir können hier noch mal schon mal reingucken. Blood Pack, das ist ganz gut. Da können wir uns wenigstens ein Medikit draus basteln. Nehmen wir erstmal alles mit, solange wir mitnehmen können, nehmen wir es mit. So. Okay, dann bauen wir uns das Ding mal hier auseinander. Schwupps. Nein, ich will nicht auf die Leiter auf. So. Das Ding zum Einsturz bringen. Ups, na, das wird ja schon wieder nix. Achso, da können wir auch hier eigentlich satt und schmatzend rein. Wenn wir das jetzt hier, warte mal, ich versuche das mal hier auseinander zu bauen. Ich glaube, da kommen wir ein bisschen schneller ans Ziel. So, erstmal ein bisschen Platz schaffen. So, das ist erstmal getrennt. Gibt ganz schön Metall, muss ich sagen. 39. So. Kann man machen. Und das mit einem Hapsen. Ich will eigentlich nur die untere Schicht wegschlagen, damit das nachher in sich zusammenbröselt. So. Zu langsam, kritisch, aber vielleicht auch jetzt nicht so unbedingt schlau. Aber ich werde erstmal die hier vorne wegschlagen. Von der anderen Seite kommen wir, glaube ich, ein bisschen eleganter rum. So, jetzt muss es gleich rumsen. Tada! Oh. Leckt! Da. So sieht's aus. Hör das auch mal auf. So, jetzt. Das ist mal Metall, oder? Ja, das ist mal sauber Metall. 40, ja, 80. Sauber. Das erspart so viel Arbeit. Man kriegt so viel Material raus aus diesen Dingern hier. 80. Nee, 40 stimmt gar nicht. Das ist lecker. Ja, und das wollte ich eigentlich außerhalb der Aufnahme machen. Denn, ich meine, so richtig aufregend ist es ja noch nicht zugegeben. Naja, aber ich dachte mir auch, okay, da kommt eine Horde, nimmst du das doch mal mit auf, dann kannst du mal ein bisschen was sehen. Da können die Leute auch ein bisschen was sehen. Ja. Ja, so ist es halt. So, guck dir jetzt halt ein bisschen zu, wie ich noch ein bisschen Eisen hier schlage. Weil, wie ich ja schon sagte, aus diesem Eisen werde ich nachher die Spikes craften. Oh. Da werde ich nachher die Spikes. Da werde ich nachher die Spikes draus craften, damit ich dann die mit Beton. Nicht mit Beton, sondern mit. Dings sag schon. Mit Stahl aufwerten kann. Da fällt mir ein, ich muss mal bei den Skills mal gucken, welches Skill ich anwenden muss, damit ich keinen Werteverlust kriege bei den einzelnen Waffen bzw. bei den Werkzeugen. Muss ich gleich mal schauen, das können wir gleich mal tun. Aber erstmal baue ich mir hier restlich alles an Eisen ab hier. So, haben wir auch. So, was haben wir an Eisen? 4622, na, das lässt sich doch sehen, oder? Ich meine, wenn wir da jetzt noch ein bisschen rumwildern, wenn wir nochmal so zwei, drei andere Türme fallen lassen, denn passt das schon. So, jetzt wollen wir einmal kurz gucken. Rüstungsschmied, sonstiger Handwerksmeister, das ist eh auf Max. Reparaturmeister. Reparaturqualitätsverlust, minus 77%. Also ich glaube, wir werden das mal
kaufen. Und dann brauchen wir letztendlich nochmal 18 Punkte. 13 habe ich noch. Reicht also nicht. Da müssen wir mal schauen. So, hier nehmen wir uns auch noch ein bisschen Eisen mit. Weil ich würde mich ganz gerne so langsam auch... Was? Jetzt läufst du weg, ne? Komm hier ran. So, hier. Da. Und noch ein. Das gibt's ja wohl nicht. Wo kam der auf einmal her? Oder haben sie sich hier durchgeprügelt? Kann auch sein, dass er dann schon ein bisschen früher schon drin war. Aber jetzt ist angegriffen, die Sau. Gibt's ja wohl nicht. Einfach mal ganz dreist von hinten überfallen, die Sau. Mann. So, okay. Edwie. Der hinten der Turm ist natürlich interessant. Warte mal, den gucken wir uns mal an. Weil ich würde... Ich bin mir nämlich gerade nicht sicher, ob der aus Metall ist. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, der müsste aus Beton sein. Na, ich glaube, der ist aus Beton. Ne, der ist aus Stein, Beton oder irgend sowas. Das hier ist aus Metall. Oder? Warte mal. So, das ist natürlich... Warte mal, das probieren wir einfach mal aus. Wir probieren es einfach mal aus. Es könnte doch sein, dass der durchaus komplett aus Eisen ist. Dass er da oben eben nur eingefärbt ist. Das lässt sich aber echt schwer sagen. Wenn der jetzt einstürzt... Also das würde ich ganz gerne mal ausprobieren. Kriegen wir nicht wirklich viel Metall raus, aber wenn wir das Ding hier einstürzen lassen, dann könnte das doch schon ein bisschen was bringen. Kommen wir hier dran? Ein Hauch von nichts. So. Na, hier unten ist zumindest Metall. Und hier oben, der rostige Teil ist natürlich Metall. Achso. Ist nur im Frühjahr. Oh, süß. So, lass das Ding mal einstürzen. Wupp. War das gerade? Könnte doch Metall sein. Könnte doch Metall sein. Werden wir sehen. Werden wir gleich sehen, wenn das Ding zusammenbricht. Ach, guck mal, hier kommen wir sogar rauf. Ach komm, scheiß drauf. Ich hab jetzt keinen Nerv zu. Ah, guck mal, da bricht schon ein Teil zusammen. Was ist denn hier schon zusammengeklödert? Nee, hier vorne klödert das so langsam zusammen. Ah ja, okay. Und mit jedem Schlag fällt ein bisschen was runter vorne. So. Oh, fällt doch schon satt und schmatzen was runter. So. Okay. Was? Okay, da will schon wieder einer Stress. Und da vorne sehe ich Blei. Hm. Ups. Das war nicht so schlau. Da vorne ist Blei. Sehe ich das richtig? Oh, hier ist Blei. Blei, 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 Blei. Das ist gut. Das heißt, hier sollten wir irgendwo auch eine Bleimine vielleicht finden. Wo sind wir in etwa? Ich werde das hier mal markieren. Blei. Das wäre natürlich super, wenn wir jetzt hier noch eine Bleimine finden würden. Das baue ich nochmal Gau ab. Weil Blei ist immer willkommen. So. Was? Kein Blei? Kein Platz für Blei? Komm, schmeiß Fleisch weg. Scheiß auf den Kram, ich will Blei haben. Gibt's ja wohl nicht. Habe ich alles an Blei eingesammelt? Ja, ne? Nicht, dass ich hier irgendwas vergessen habe. Warum? So, 100 davon. Ich mal Blueberry Seed schmeiße ich mal weg. Irgendwo hatte ich doch eben noch gerade einen Zombie gehört. Na gut. Dann machen wir den Tor nochmal fertig.
Auf der anderen Seite war ja auch noch so ein Geschütz. Naja, und wie gesagt, das mit dem Reparaturskill, das wollte ich eigentlich machen, wenn ich nachher alle meine Werkzeuge auf Max habe. Also wie jetzt zum Beispiel die Armbrust oder den Knüppel. Oha. Es hat kurz geleckt, aber danach passierte nichts mehr. Ach so, warte mal, der Baum vielleicht. Der Baum? Kann das sein, dass der Baum ihn jetzt noch hält? Nein. Ich habe jetzt auch Schiss, dass mir das ein bisschen auf den Kopf fällt hier. Ich klopfe die unteren mal weg. Also hier die. Kann auch sein, dass er auf den Blöcken von... dass er auf den Block noch hängt. Ich weiß jetzt nicht. Warum der jetzt nicht zusammenfällt, ist mir ein Rätsel. Weil die Blöcke fallen ja auch runter, also muss er ja irgendwie... Das ist aber ganz schön doof jetzt. Warte, ich klopfe sonst erstmal die weg. Vielleicht die, die direkt am Rand sind. Vielleicht hilft das ein bisschen. Eisen, was? Ich nehme kein Eisen mehr auf. Was können wir denn mal wegschmeißen? Kohle möchte ich nicht wegschmeißen. Das können wir noch zur Not selber herstellen hier. Leder können wir mal wegschmeißen. Ich weiß gar nicht, warum wir Leder und Stoff. Achso, das kommt vom Auto noch. Dies kommt vom Auto. Dies kommt vom Auto. Muss doch zum Einsturz zu bringen sein. Alles andere fällt zusammen, aber der Turm jetzt nicht, oder wie? Das ist ja lustig. Da muss doch irgendwie klein zu kriegen sein. Ups. Der Baum würde es ja auch nicht halten, oder? Ich meine, dafür ist er zu weit weg. Ein physikalisches Wunder, würde ich sagen. Kann man da durchgehen? Ja. Aber hier müsste ich tatsächlich mal die Dynamitstange oder sowas, müsste ich eigentlich mal haben, damit ich das Ding wegsprengen kann. Aber nee, irgendwie, nö. Will er nicht. Scheiße. Da dachte ich mir, oh geil, wenn ich den ganzen Stahl hier abbaue, den ganzen Eisenkram hier. Na gut, okay. Dann nicht. Dann nicht. Ich hab's versucht. Ich habe es versucht. Das ist ja lustig, dass der hier tatsächlich so in der Welt rumhängen kann. Alles andere fällt zusammen, weißt du? Aber hier der Turm, nee. Das ist mir echt ein Rätsel. Und vor allem davor die Blöcke. Guck mal, der Block fällt ja auch gnadenlos. Das ist ja gar kein Thema. Und als ich vorher ein bisschen rumgeklopft habe, da ging es ja auch alles kaputt. Aber der will einfach nicht fallen. Na. Ja, dann würde ich noch mal sagen, dass, ja, da sprengen sich gegenseitig die Zombies weg. Tja, das ist natürlich schade. Ich hätte doch wirklich ganz gerne mal, hätte ich doch mal ein bisschen da rumgelootet. Ja, da müssen wir tatsächlich nur die kleinen Türme, die können wir auseinandernehmen. Das finde ich echt schade. Ach, guck mal hier, das ist ja auch witzig, ne, wenn du auf der Distanz bist. Ach so, nee, okay, ich habe den Fuß jetzt noch nicht gesehen. Alles klar. Ich dachte, der aus der Distanz zeigte, das ist ja manchmal so, wenn du ein Haus abgebaut hast, dann ist es so, wenn du ab einer gewissen Distanz zeigt dir trotzdem das komplette Haus an. Na, weil das einfach auf Distanz eben nicht anders dargestellt ist.
So, dann versuchen wir sonst mal die Türme. Wir wollten ja auch nochmal auf eine Baustelle rauf, ne? Aber ob wir das... Ja, das ist... Ich verschieb das immer, du. Was war das jetzt gerade? Okay. Was ist dabei? Gut, Freunde der Sonne, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir mal ein kleines Päuschen. Das wäre doch sonst ein bisschen zu langweilig, wenn ihr mir dabei zuschaut, wie ich die ganzen Türme nochmal niedermähe. Ja, das werde ich dann auch, glaube ich, noch bis Ende des Tages machen. Ich werde noch ein bisschen Eisen organisieren. Ach, glatt daneben. Ja, und das werde ich auf jeden Fall noch machen. Ich werde noch die Türme nochmal einstürzen lassen. Da hinten vielleicht die Türme, so müssen wir mal sehen. Ja, hat er leider natürlich nicht geklappt mit dem großen Händen, beziehungsweise mit dem, der war das ja, glaube ich, der linke von den beiden. Und ja, ich werde noch ein bisschen Eisen organisieren. Dann sehen wir uns am Tag 90 wieder. Tag 90 und Tag 91 werden wir uns dann tatsächlich konkret mit der Beteiligung, oh mein Gott, das ist aber heute wieder ein Tag, mit der Verteidigung der Basis wieder beschäftigen, indem wir dann halt die Metallspikes machen, damit wir noch ein bisschen Stahl mit Stahl aufwerten können, dass wir da wirklich die komplette Außenhaut einmal komplett mit den Spikes fertig machen können. Da bin ich schon gespannt. Stromtechnisch müssen wir ein bisschen gucken. Vielleicht kriegen wir auch noch ein bisschen Munition hergestellt, dass wir vielleicht sogar die Autoturrets vielleicht damit bestimmen können. Müssen wir mal sehen. Auch wenn es erstmal vielleicht nur so 20, 30 Schuss sind und das hält ja dann erstmal für die ersten paar Zombies. Und ja, schönen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge 7 Days to Die wieder. Macht es gut, bis dann. Tschüss.